Tanz ist der Calypso Dance, ein Couple Dance, den ich für die Europameisterschaft 2009 geschrieben habe. Ein reiner Gruppentanz. Ich drehe mich mit dem Rücken zu euch. Ihr könnt so besser lernen. Der linke Fuß kippt mit den Zehen nach außen an, nach links, zurück, absetzen. Der rechte Fuß tippt nach rechts an, zurück, den linken antippen, tippt wieder nach rechts an und überkreuzt dann vorne den linken Fuß. Jetzt belaste ich beide Füße die Zehen, mache eine halbe Drehung nach links und kippe mit dem rechten Fuß den linken Fuß an. Dann beginnt ein Shuffle mit einer halben Linksdrehung, mit dem rechten Fuß beginnend. 1 und 2. Also, das heißt, rechts, links, rechts. Ich mach's nochmal, das war der Tipp. Dann rechts, links, rechts, halbe Drehung nach links. Dann bekommen wir so einen Shuffle links vor, linker Fuß beginnend, rechts nachziehen, links vor, rechter Fuß, einen Schritt vor, links nachziehen, rechts vor, linker Fuß einen Schritt vor, rechts nachziehen, links vor. Dann kippen wir mit dem rechten Fuß den linken Fuß an und kicken nach vorne. Dann machen wir 3 Shuffle zurück, mit dem rechten Fuß beginnen. Rechter Fuß zurück, links nachziehen, rechts zurück. Linker Fuß, einen Schritt zurück, rechts nachziehen, zurück. Rechter Fuß, einen Schritt zurück, links nachziehen, rechts zurück. Belastung jetzt auf dem rechten Fuß. Dann machen wir 3 Schritte nach vorne, mit dem linken Fuß beginnend. Links, rechts, links und einen Kick. Dann gehen wir mit dem rechten Fuß einen Schritt zurück und mit dem linken Fuß einen Schritt zurück. Und dann ein kleiner Sprung am Platz, überkreuzt der linke Fuß vorne den rechten Fuß. Dann kippen wir mit dem rechten Fuß den linken Fuß an und machen eine Drehung nach rechts, eine volle Drehung. In 3 Schritten, der 4. Schritt ist, der linke Fuß tippt den rechten an. 1, 2, 3, 4. Und genauso gehen wir wieder zurück. 1, 2, 3, 4. Also wieder eine volle Linksdrehung. Aber wir tippen dem Rechten nichts an, wir stellen ihn ab, neben dem linken Fuß. Und beginnen dann einen Shuffle mit dem linken Fuß nach vorne. Insgesamt 4 Shuffle, links, rechts, links, rechts. Also wir beginnen mit dem linken Fuß. 1 und 2, mit dem rechten Fuß. 3 und 4, linker Fuß. 5 und 6. Rechter Fuß, 7 und 8. Dann drehen wir uns mit einer Wirbeldrehung nach links weg, setzen den Fuß, aber auch gleich so ab. Also linker Fuß, Schritt nach links, gleich die Richtung einschlagen. Rechter Fuß, einen Schritt vor. Dann eine Vierteldrehung nach links im Schaffelschritt. Wie vorher schon die halbe Drehung, nur eine Vierteldrehung nach links. Linker Fuß beginnend. 1 und 2. Also links, rechts, links. Dann kommt ein sogenannter Rockstep. Das heißt, der rechte Fuß einen Schritt vor, belasten, linker Fuß belasten. Und dann kommt in unser Coaster Step. Das heißt, rechter Fuß geht Schritt zurück, linker Fuß neben rechten Fuß und der rechte Fuß geht wieder einen Schritt vor. Das war schon der ganze Tanz. Dann beginnt der Tanz wieder von vorne mit dem linken Fuß. Und so verändern sich dann die Positionen, aber das seht ihr dann nachher. Ich habe es mit ein paar Leuten von den Rebels noch geprägt, mit 6 Leuten, und dass ihr genau erkennen könnt, wie es eigentlich abläuft. Ich zähle den Tanz jetzt noch einmal ganz kurz durch und beginne mit dem linken Fuß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6,
7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. So, das war der Calypso-Tanz. Jetzt natürlich ein ganz kurzer Ausschnitt noch mit Musik.